Mein Name ist Tom Grant. Im April 1994 hat mich Courtney Love engagiert, um ihren vermissten Ehemann Kurt Cobain zu finden. Als wir Courtney im Peninsula Hotel trafen, fing alles mit einer Lüge an. Also schrillten bei mir alle Alarmglocken. Rette die amerikanische Ikone, Tom! Und ich sage es Ihnen direkt ins Gesicht. Wenn ich jetzt Polizeichef wäre, würde ich die Ermittlungen in dem Fall wieder aufnehmen. Freitagmorgen wurde die Leiche des Leadsängers von Nirvana, Kurt Cobain, in seinem Haus in Seattle gefunden. Offenbar hat er sich selbst mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen. Der Nirvana-Frontmann Kurt Cobain ist tot. Es ist nicht zu erwarten, dass die Polizei nach 20 Jahren gesteht, hey, wir haben es damals versaut. Cobain hat sich nicht in seinem Zimmer verbarrikadiert. Sein Führerschein lag nicht offen da. Keiner glaubt, dass der Brief ein Abschiedsbrief war. Kurt Cobain hatte eine so große Dosis Heroin im Blut, die dreimal ausgereicht hätte, ihn zu töten. Die Medien haben dies alles falsch berichtet. Courtney Love rekonstruierte den Ablauf so. Cobain hatte einen Stuhl ans Fenster gestellt, er nahm noch mehr Drogen, hat sich die Schrotflinte geschnappt und sich in den Kopf geschossen. Wir haben mit einem Agenten vom FBI gesprochen. Wenn du mit einem Mord durchkommen willst, ermorde einen Junkie. Nichts, was Sie sagen, überzeugt mich, dass es etwas anderes als Selbstmord war. Vertrauen Sie mir, wäre er selbstmordgefährdet, hätte ich das nicht zugelassen. Sollte dieser Fall wieder aufgerollt werden? Meine Antwort eindeutig und ohne zu zögern, ja. Der Fall muss wieder aufgerollt werden.